Ja, dann kann ich. Also, wir wollen uns ein bisschen angucken, was Haushaltsgeräte so stromspannungsmäßig nehmen und was die so spektral auf für Oberlinien so weiter generieren. Und dazu habe ich so ein System gebaut aus so einem Zwischenstecker, einer Soundkarte und dem PC, der gerade jetzt hochfährt. In dem Zwischenstecker ist eigentlich nichts weiter drin als, als zwei Trafos. Im Prinzip ist das so, hier, und hier ist vielleicht ein bisschen klein geworden, hier sind die 230 Volt. Naja, und hier kommt die Last irgendwo. Und was brauchen wir dann dazwischen? Und zum einen wollen wir die Spannung messen, das heißt, wir bauen hier so einen Spannungsumsetzer hin, einen Trafo und dann vielleicht noch einen Spannungsteiler, sodass wir hier eine kleine Spannung, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, abnehmen können. So, und dann wollen wir den Strom noch irgendwie messen können. Und dazu haben wir hier dasselbe nochmal gemacht. Da gibt es hier so eine Art Trafo, das nennt sich dann Stromwandler. So, und dann haben wir hier noch einen Widerstand. Und dann können wir hier irgendetwas abnehmen, was proportional zu I ist. Das ist die Last. ZL, das ist dann halt irgendwas gleich. Hier haben wir das Spannungssignal. Und hier oben haben wir den Strom. Beides, Spannung und Strom. Signal. Geht auf die Soundkarte und wird dann da analysiert. Und zwar ist das ein kleines Python-Programm, so klein ist es nicht, ist das Python-Programm, das da arbeitet. So, das Ding ist auch sicher getestet, das Isolationstest und so weiter, hat alles bestanden, haben wir uns natürlich angeguckt, hat da hier so ein Prüfvermerk drauf. Ja, gut. Ich hoffe, man sieht hier was. Also, was haben wir hier? Ich habe ja eben schon gezeigt, was die Schaltung war. Das ist dieser Zwischenstecker hier, den ich hier reingebaut habe, wo ich dann also irgendwelche Haushaltsgeräte anschließen kann. Und was ist das Python-Programm? So, das scheint so leicht zu funktionieren. Was offensichtlich nicht funktioniert derzeit ist die Frequenz, weil wir haben hier nicht 1 Hertz, sondern wir haben 50 Hertz. Das kommt auch normalerweise aus, 49 steht da. Funktioniert unter Linux nicht, da wollte ich jetzt aber auch keine Stunde dran rumprokeln, bis das dann auch wieder geht. Nicht? Der Rest hier ist, hier oben sind Strom und Spannung. Strom haben wir noch gar keinen. Spannung haben wir die 300 und ein paar Volt Spitze, beziehungsweise minus 300 und ein paar Volt Minusspitze. Spannung wieder in Blau, Strom in Rot. Und jetzt habe ich hier mal so einen ganz normalen, handelsüblichen Verbraucher. Was ist denn da jetzt angeschlossen? Achso, das war der. So, ein Wasserkocher. Ja, ich kann den mal hier. Also, ist Silber, steht braun drauf und in Made in China, wie ich schon sagte. Ne? Und den ich den mal anwerfe, dann sehen Sie, dass der Strom sich meldet. Der Strom folgt ziemlich genau hier. Der Effektivwert hier stimmt auch nicht, das ist falsch, die Spannung da stimmt auch nicht, also die Werte können Sie vergessen, aber das, was da angezeigt wird, ist richtig. Also fokussieren wir uns darauf. Der Strom folgt sehr genau der Spannung, also das ist tatsächlich ungleich I mal R funktioniert hier. Was man hier unten sieht, ist die Leistung, also U mal I, nur wir haben es ein bisschen zusammengeschoben, ne, damit es ein bisschen länger ist und ein bisschen besser auf das Bild passt und damit hier noch die Fourier-Analyse dazu passt. Also Fourier haben Sie noch nicht gehört, ne? Also das sind Spektrallinien und Sie sehen, bei welcher Frequenz hier, das passt auch so einigermaßen, bei welcher Frequenz hier Signale sind, natürlich bei 50 Hertz. Bei 50 Hertz gehen wir ja drauf, ne? Hier stimmt es nämlich wieder. Und dann ist hier bei 100 irgendwie nichts, bei 150 ist aber, also bei der zweiten Oberwelle, bei der dreifachen Frequenz, bei 250 ist was und so weiter und so fort. Man sieht aber auch, dass die hier, das ist ein logarithmischer Maßstab, deutlich kleiner sind, diese Linien deutlich kleiner sind als die Linie, das heißt also, das ist eher so ein sinusförmiges 50 Hertz Signal, dass der Sinus nicht so ganz sauber ist, sieht man hier an dieser Stelle. Jo, versteht man das hier für die Linie? Das kriegen wir offen. Aber wir brauchen den anderen Sound. So,
Wie gesagt, das könnte man jetzt auch so, Sie haben es gesehen, Spannung und Strom sind super in Phase. Die kleine Phasenverschiebung hier ist wahrscheinlich der Messung geschuldet, das ist nicht so gar so optimal, nicht? Weil da natürlich, hat es ja eben gezeigt, ein paar Trafos drin sind, haben sie natürlich wieder Spulen und dadurch auch eine Phasenverschiebung da drin. Ne? So. Nehmen wir mal hier so einen Heißluftföhn, ne? Also nicht so, sondern immer so. Auch der sehr ohmsch. Da sehen Sie auch, dass die Skalierung ist jetzt etwas andere. Das sind jetzt nur 1700 Watt. Ich weiß gar nicht, was der offiziell haben soll. Muss nur kurz drauf gucken. Offiziell hat er 1600 Watt. Und er hat zwei Stufen. Einmal Vollpower, das haben wir jetzt. Und dann hat er auch ein bisschen weniger, die Hälfte. Der will ich uns kurz mal auf. So. Was hat man gemacht? Sie sehen ganz klar, dass hier die negative Phase irgendwie weggeschnitten wird, nicht? Also die irgendwie ganz anders rüberkommt. Das heißt, damit wir also wahrscheinlich eine Diode einfach in Serie geschaltet haben. Das hier fängt ein bisschen später an. Sie sehen hier auch, dass die Leistung hier durchaus deutliche Huckel irgendwie hat. Also da die eine Halbwelle sieht total anders aus als die andere. So mit komplexer Wechselstromrechnung wird es jetzt hier schwierig. Es ist immer noch, würde ich sagen, einigermaßen ohmsch, weil zumindest in der einen Halbwelle hier die beiden ja folgen, in der anderen irgendwie dann ganz und gar nicht. Was man auch klar sieht hier am Strom, denn beim Strom ist jetzt tatsächlich die erste Oberwelle, sprich die doppelte Frequenz bei 100 Hz hochgekommen, das heißt hier auch ein deutliches Störsignal bei 100 Hz, die da eigentlich nicht reingehören. Ja. So, das war hier ein Markenprodukt. Man kann sich sowas auch als Nicht-Markenprodukt kaufen. Da steht auch eine Marke drauf, aber. Also, das ist jetzt meiner hier. Das war der von der DHBW, der eben. Und was hat der? Der hat ein bisschen mehr Wumm, der hat nämlich 2000 Watt. Also dasselbe, was wir erwarten würden, Sie sehen, dass die Leistung auch ganz wunderbar auf 4000 hochgeht, nicht? Also die Spitzenleistung, die Spitzenmomentanleistung auf 4000 hochgeht. Und dann machen wir hier auch hier die Hälfte, nicht? Der folgt richtig schön ohmsch, da haben Sie wahrscheinlich die Spuren etwas anders verschaltet, der folgt richtig schön ohmsch den Spannung und Strom. Und da sehen Sie auch, dass die Oberwellen durchaus wesentlich kleiner sind. Ne? So. Die Oberwellen sind übrigens relativ auf das Maximum skaliert, deswegen sieht man da eigentlich keine Veränderung, wie ich hier umschalte. Ne? Gut, so. Auch schön an die Seite liegen, damit die bleiben wieder heiß. Für alle, die tatsächlich hier föhnen wollen, jetzt auch so einen ganz normalen Föhn mitgebracht. Der hat jetzt mehrere Stufen. Ich weiß gar nicht, was der alles so kann. Oh, der kann ja die Kombination hier. Machen wir erstmal nur Ventilator. Ne, machen wir. Heizen wir mal. Ah, Heizen alleine reicht nicht. Also Ventilator müssen wir auch mal machen. Der ist schon mal deutlich lauter, ne? Und wahrscheinlich auch deutlich kälter. Aber auch das erstmal relativ stark oben. Aber Sie sehen schon bei 100 Hertz, die Männer hochkommen, Sie sehen auch, dass das mit der Leistung so nicht mehr so richtig stimmt. Wenn ich jetzt hier die Hitze runterdrehe, also das ist jetzt nur hier der Hitzeregler, also hier ist der Heizschalter. Jetzt muss es kalt sein, also das ist jetzt hier, also richtig kalt ist es nicht, aber Kaltluft. Auch da, das ist ja eigentlich bloß der Motor, der hier so gegen die Luft arbeitet. Nicht? Auch das ist im Wesentlichen Wirkleistung, die da umgesetzt wird, ganz klar, weil er ja die Luft auch bewegt. Das ist die Wirkung. Ne? Das mag man jetzt für heiße Luft halten, das ist ein anderer Studiengang, aber komischerweise kriegt das jetzt nicht so ganz aus. Was hat er noch? Er kann auch halbe Kraft als Ventilator. So, wollen wir mal die richtige Halbwelle wegmachen, ne? Also ich habe den Stecker gerade umgedreht, weiter nichts.
Und volle Kraft als Ventilator. Macht er das? So, dann hat er hier noch so eine Ionenkanone. Ne? Also der kann auch so hier. Ja, ein bisschen wozu, ne? Der kann auch noch Ionen dadurch jagen. Aber das macht gar nichts. Aber das ist der Scheiße, genau. Da soll einfach nur die Luft durch ein elektrisches Feld nochmal gejagt werden und ionisiert werden, damit sie die Ladungen, die sich sonst auf den Haaren aufsammeln könnten, und sie dann hinterher aussehen, so ne, frisch explodiert, damit die Haare da irgendwie besser, also nicht so abstehen. Gut, so. Jetzt kommt mein Lieblingsthema. Steht schon irgendwo drauf, genau hier. Vorsicht, 104 Dezibel. Ne? Also, wenn ich das hier beruflich machen würde, dürfte ich das wahrscheinlich gar nicht ohne Gehörschutz betreiben. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt nochmal skalieren. Also auch da merkt man eigentlich nur viel heiße Luft. Ich skaliere die Strom mal 2 Stufen hoch, das glaube ich ganz gut. Das ist jetzt langsam. Sie sehen, dass das auf alle Fälle nicht mehr in Phase ist, ne? Und es hat auch irgendwie nichts mehr mit Sinus zu tun. Ist Ihnen schon zu laut da hinten? Genau, Oh, jetzt sind wir ein bisschen drücke. Dann steht ja auch Schlagbohren. Ne, steht nicht Schlagbohren, ist auch Schlagbohren. Also das Ding macht im Wesentlichen Krach, das ist aber, also es ist wirklich gut, das macht auch wirklich gute Löcher in die Wand. Also hier macht es vor allen Dingen Krach, aber Sie haben schon mal gesehen, dass das mit dem Strom und Spannung in Phase nicht immer so gegeben ist und dass auch Strom und Spannung nicht immer voll sinusförmig aussehen. Nicht? Also das ist vielleicht auch die Message an der Stelle hier. Nehmen wir nochmal, weil da habe ich ein bisschen Angst, die zu bremsen und zu experimentieren, noch eine kleinere Bohrmaschine her. Die hat jetzt noch die Hälfte der Leistung. Hat noch nicht gar so viel Krach. Mal gucken. Also wenn man sie wirklich laufen lässt, ne? Wenn man sie wirklich laufen lässt, dann setzt sie auch wirklich einigermaßen, naja, es ist mehr dreiecksförmig, aber fast sinusförmig. Leistung um. Und wenn sie nur so halb laufen lässt, dann sehen sie, dass es eigentlich nur so eine Phasenabschnittsteuerung ist da. So heiß, ne? Suchen, dass wir hier auch die Strom richtig hinskalieren. Und das ist eine LED, ne? Also jetzt einfach irgendwie eine aus dem Regal gegriffen, ne? Ja, da sitzt ein Schaltnetz. Da sitzt im Prinzip ein kleines Schaltnetzteil drin, was da nur so hin und her schaltet, dann tackert und den Strom ein- und ausschaltet und dann sieht das so zerhackt aus. Sie können sich vorstellen, ich habe ja gar nicht alle Frequenzen drin, das wird so bei 100, 500 Hertz auf und ich
Habe jetzt auch, ich habe es mal gesampelt bis 48.000, 48 kHz, aber aufgelöst sind wesentlich geringere Frequenzen. Nur Sie können sich vorstellen, wenn Sie die falschen LED-Leuchten bei sich haben im Wohnzimmer, dann gucken Sie kein Fernsehen mehr. Ne? Also es kann tatsächlich passieren, dass diese Störungen hier über die Leitung natürlich irgendwann abgestrahlt werden und dann auch tatsächlich einen Radio- oder Fernsehempfang unmöglich machen. Insbesondere bei Mittelwellen oder Langwellen, aber die haben wir ja ohnehin, haben wir da die Sender schon abgeschaltet, also es ist so tragisch. Das Ganze setzt sich natürlich auch fort in Flimmern, also das sieht man jetzt hier wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir mal versuchen, ja, dieses Flimmern liegt jetzt aber nicht an der Lampe, sondern das ist die von der Fassung. Aus der Augenwinkel, nee, die flimmert auch nicht so sonderlich stark, diese LED. Ne? Also Sie sehen, ja, was soll ich sagen, also das mit der komplexen Wechselstromrechnung ist so eine Sache, ne? Weil die realen Verbraucher dann doch anders aussehen. So, das, was Sie jetzt hier sehen, ist eigentlich nur die Stromaufnahme von dem Gerät hier, also die Transformatoren da drauf. Der ist mittlerweile so weit aufgelöst, dass man das auch schon sieht. Was haben wir hier? Noch gucken wir uns noch ein paar LEDs an. Spaß ist halt, ich hoffe, die passen alle in die Fassung. So, ganz was Komisches, ne? Sieht's? Weiß nicht, kann man schön finden jetzt. Also da ist im Wesentlichen diese eine Schaltspitze, da wäre ein Spannungsmaximum drin. Also genau dann, diese Fassung ist nicht so toll. Also wenn das tatsächlich eine Leuchtdiode oder Leuchtdioden sind, dann sind die unter Umständen so eingestellt, dass die genau beim Spannungsmaximum eben dann ihre Schwellspannung haben. Und dann anfangen zu leuchten und auch eigentlich nur im Spannungsmaximum leuchten. Das müsste man aber jetzt nochmal spektral untersuchen, wie tatsächlich hier das Licht flackert. Damit, was haben wir noch hier? Haben wir noch eine LED? Ja, das ist doch keine LED, oder? Ich glaube, das ist nur eine kaputte Glühlampe. So, gucken wir, was es tut. Ne, da passiert nichts, das ist tatsächlich eine kaputte Glühlampe. Ich habe hier hoffentlich noch eine, die nicht kaputt ist. Genau, so, da sehen Sie, das ist wieder ein schöner ohmscher Verbraucher, nicht? Der kommt vielleicht mit einer gewissen Phasenverschiebung daher, aber das kann man noch so gelten lassen. Ne? Das ist, glaube ich, 40 Watt, das heißt, die geht dann im Maximum geht sie auf 100, das sollte sie eigentlich nicht, eigentlich sollte sie über 80 Schluss machen, aber das ist nicht so genau, justiert sind die wahrscheinlich auch nicht, die Teile. Da sehen Sie, da stimmt auch die Theorie oder das, was ich Ihnen sonst so erzähle, mit dem überein, was Sie da jetzt am Bild sehen. Jo. Das Problem bei den Teilen ist natürlich, dass die heiß werden nach einer gewissen Zeit, wenn man sich dann mal rausschrauben, die Finger verbrennt. Und es ist auch schon eine hier mit so einem Halogeneinsatz da drin. Sie wissen ja, diese ganz normalen Teile gibt es ja im Handel nicht mehr. Aber die als E-Klassik, Eco, Energieklasse D. Ja gut, im Wesentlichen ist das eben ein Infrarotstrahler. Ne? So, den sehen wir nur nicht, weil halt Infrarot. Ne? Jo, gut, so. Was haben wir noch? Was ganz lustig aussah, dazu ist der Rechner vielleicht noch zu gebrauchen, ist hier so ein Schaltnetzteil. Das ist hier ein ganz normales, ja, also sogar leerlaufend, Netzteil von einem Laptop. Ein bisschen hochskalieren, auch da wird wild rumgeschaltet, hat also nichts mit komplexer Wechselstromrechnung mehr so in dem Sinne zu tun, wie wir es lernen. Das muss man tatsächlich im Zeitbereich rechnen, nicht im Frequenzbereich. Das ist
Ding ein, dran schalte, dann zieht er ein bisschen mehr Leistung. Und wenn ich mir jetzt erlaube, ihn nochmal einzuschalten, dann dürfte es sich noch ein bisschen höher gehen. Und dann sehen Sie auch hier wieder in der Spannungsspitze ist eine ausgeprägte Stromspitze und damit auch eine ausgeprägte Leistungsspitze, was mutmaßlich daran liegt, dass da schlichtweg ein Brückengleichrichter ist und immer in der Spannungsspitze eben die Kondensatoren, die Glättungskondensatoren nachgeladen werden müssen. Die werden ja nur in der Spannungsspitze nachgeladen, also nur dann, wenn die Spannung, die vom Brückengleichrichter kommt, größer ist als die Spannung, die noch vom Kondensator ist, fließt Strom, ansonsten ja nicht, weil der Kondensator ja noch voll in Anführungsstrichen ist. Können Sie sich das vorstellen oder müssen wir uns den zeigen? Gut. So, haben wir noch irgendwas? Hat irgendjemand USB-Netzteil griffbereit? Können wir uns das noch kurz angucken? Das hier ist hier Müll. Und aus. Genau. Haben Sie eins? Powerbank, aber die Schäle. Achso, nee, Powerbank hilft mir jetzt nichts hier. Wir könnten es aufladen. Ich glaube, ich habe sogar eins in der Bewegungsbord nachgeholt. Ich habe noch eins im Rucksack. Kam, fällt mir neu ein. Doch, hier, ja. Doch. Da wird man jetzt nicht so allzu viel sehen. Im Moment ist er sowieso leer. Also das, was Sie jetzt sehen, ist tatsächlich hier die Leistungsaufnahme von dem Messgerät hier. Also da messen wir uns selber. Das wollen wir ja nicht. Und halt die richtige Seite. Jetzt ein Handy anschließe. Dann sehen Sie auch hier. Nicht, da wird auch, also es sieht im Prinzip genauso aus wie das, nur auf einem anderen Level. Sieht genauso aus wie das. Wie ist das Ding? Laptop-Netzteil, ne? Genau, das heißt, also in der Spannungsspitze wird dann wahrscheinlich die Glättungskondensator nachgeladen. Und danach folgt die ganze Regelung und die Spannungswandlung auf die 5 Volt. Jo. Das da